Willkommen, Freunde. Wir schauen uns heute mal die Demo von 41 Hours an. Soll im vierten Quartal 2020 noch erscheinen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Hab die Demo bei Steam runtergeladen und schauen uns das Ganze jetzt mal an. Viel Spaß. Option natürlich auch gleich am Start. Ich würde sagen, Musik kann man nur an- und ausmachen. Okay, ich wollte es ein bisschen leiser machen. Lässt sich wohl aber noch nicht einstellen. Ja. New Game, würde ich sagen. Und ab. So, was haben wir hier? The Character Abilities, Weapon Equipment. Okay, da sagt er, wo ich das alles herbekomme. Apprentice, bla bla bla. Ja, das müssen wir uns sonst noch mal angucken. Alright. The research center where the cyborgs are being recycled needs to be here somewhere. I must scan the area and find the entrance into the center. Oh, schon eine sehr geile Landschaft hier. Muss man echt sagen. So, jetzt kann ich wieder nur seitwärts laufen. Jetzt bin ich irgendwie unsichtbar. Okay, so. HD ist Tarnung. Ah, alles klar. Ist auch Granaten oder so? Nee, ne? F, C, Y. Belegung. Okay. So, was ich komisch finde, sind wir hier, ist das blaue Feld weg. Gucken wir nach rechts. Ah, das ist das blaue Feld, wo wir hin müssen. Eine kleine Wegbeschreibung. Die Ammo full. Weiß gar nicht, wie lange wir getarnt sein können. Es ist ja so, bei Crisis geht es ja nicht so lange. Okay, da hinten schon Gegner oder so. Da hinten steht ein Panzer rum. Weiß ja auch noch nicht, was mich erwartet. Okay. Jetzt. Frage, von wo kamen die Schüsse jetzt? Alter, schießen die von so weit aus. Eieiei. Ich glaube, ich laufe nochmal ein Stück zurück und hole mir die andere Waffe. Gefiel mir wesentlich besser. So. Der schießen die denn schon wieder her hier? Bin gerade erst wieder angekommen. Den hier mit fahren? Nee, ne? Nee. Das wäre ja auch zu schön. Dann machen wir mal die andere. Ja. Energie 100 von 100. Ach, da ist er ja. Und von da schießt. Ah, aua. Von da schießt auch noch einer. So ein kleiner da. Oh, Topper Dampf. Was ich nicht verstehe, bei mir steht 100 von 100. Mir wurde gar keine Energie abgezogen. Okay, neues Game, neues Glück. Wir haben natürlich keine Ahnung von dem, was uns hier erwartet. Ach, F ist Tarnung, doch nicht D. Was zum Einsammeln. Hier der Panzer. Wir müssen aufpassen, dass der nicht aktiv ist. Ja, ich
glaube, wir behalten die Waffe, die hat mir ganz gut gefallen. Oh. Ja, die schießen nur ziemlich präzise und schnell. Ja, einer down. Die ist wieder 100 bei 100, also sie erholt sich von alleine, glaube ich. Darf natürlich nicht zu lange unter Beschuss stehen. Etwas Kleines läuft ja noch rum. Die Soldaten sind natürlich krass, weil die genauso geile Waffen haben wie ich auch. Warte, wenn die schießen hier. Da gießt wieder 100 bei 100. Okay. Ja, das lassen wir mal. Wir tauschen nicht. Wir gehen aber mal in den Tarnmodus. Sieht natürlich schon nice aus. Ne? Ich mag ja diese Landschaften. Das passt auch irgendwie ein bisschen zu unserer Jahreszeit. Warte, wenn das hier so im vierten Quartal erscheint. Objective. Hier kann man auch nochmal was einsammeln. Hier, da war irgendein Energienebel oder ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll. Noch ein bisschen looten. Erst looten, dann schießen, dann bluten. So hat er mich gesehen. War doch im Tarnmodus. Nope, the entrance isn't here. It's gotta be somewhere else. Okay. Alter, das war das am Helm, ey. Soll ich ihn das überleben, mal? Die bekloppt oder was? Ja, gehen wir mal ein bisschen offensiver mit um. Das Geile ist natürlich, dass die ordentlich was droppen, ne? Muss man schon sagen. Also, die hinterlassen immer ordentlich was. Kleinen Scheißer sind das. Die gehen unter die Schneedecke durch. Ja, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir ein bisschen aus dem Schuss gehen. Alter Falter, ey. Gehen die mir auf den Piss. Ruinen sind echt übel. Oh, da schießt doch schon wieder irgendwo einer. Achso, da muss doch irgendwas am Leben sein. Ah, alles klar. Jetzt ist er zerstört. Unglaublich. So, durch diese radioaktive Wolke sollten wir nicht gehen. Ich sag mal radioaktiv. Weiß nicht, ob die radioaktiv ist. Okay. Schauen wir mal, dass wir hier noch was einsammeln. Ich hatte... Wo ist denn jetzt schon wieder was hier? Ich hatte das Gefühl, ich bin durch die Wolke gegangen und er hat Energie abgezogen. Ja, genau. Kommt er wie so ein Eichhörnchen vom Baum gefallen oder was? Alter, ich platz gleich der Arsch, ey. Ja, genau. Ja, das ist ein ganz toller. Hey.
kommen die denn alle her, ey? Das gibt's doch gar nicht. Ist hier ein Nest, oder wie? Mann, und die Kleinen, die sind ja, das sind die Oberschlimmsten hier. Dann Schneekriecher. Okay, das ist natürlich jetzt scheiße. Ich hoffe, das ist gerade ein Fehler am Spiel, dass da keine Energie abgezogen wird. Hier ist sogar besser, man verkrümelt sich hier erstmal. Die Energie wird nicht abgezogen. Es ist irgendwie, als hätte ich einen Trainer drin. Aber ist erstmal gut. Aber wo schießt der? Von wo schießt der denn, der Vogel? Das Ding, ne? Ich höre den irgendwie, aber... Irgendwo wird... Ach, da ist ja noch einer. So, den habe ich auf jeden Fall erspäht, aber wo ist denn... Wo ist denn... Ey, jetzt reicht's aber, wo sind denn... Wo ist denn der andere Ding, was mir hier mal... auf mich schießt, ey. Aber wir hauen jetzt erstmal ab. Wir gehen zum nächsten Ziel. Alter, wenn er mir noch einmal einen Arsch schießt, ey, dann reicht's aber. Der muss doch hinter mir sein. Ach, das Scheißding ist es. Alles klar, geiler Typ, echt. Unterm Schnee, ich glaube, mein Schwein pfeift, ey. Mann, Mann, Mann. So, ich hoffe auch, dass das hier gefroren ist, auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Ja, gut. Also, wo kommt die denn auf einmal her, ey? Unglaublich. Mitten auf dem See tauchen die auf einmal auf. Schnell weg. So, jetzt muss ich mal gucken, wo mein Ziel war. Okay, wir holen uns erstmal Munition. Ey, das ist ja wieder eine riesen Armee hier. Hau ab hier. Konnte er eben nicht laufen. So. Bisschen offensiver sein. Dich weg. Schieß mir die ganze Zeit den Arsch, ey. Sowas hasse ich ja. Irgendwo krepelt dir noch einer rum. Er war auch immer nicht im Eimer. Okay, dadurch, dass wir so eine Art Trainer haben, obwohl wir keinen Trainer haben, das ist ja schon interessant. Hauen wir lieber erstmal ab. Macht Spaß. Geiles Game. Wenn die Typen mir nicht immer auf den Sack gehen würden, so scheiß Roboter. Mann, gehen die mir auf den Piss. Community of our planet back then. She called him the Demiurge. Because soon after the visit, he started to run experiments and create cyborgs. Leah is the output of his experiments. Oh, wo bist du? Okay, Mann down, sehr gut.
So, jetzt die Frage. Aber es sieht natürlich sehr geil aus, ne? Grafisch hier. Oh, ja. Wir joinen die Gegner hier schon wieder. Wir hauen hier lieber ab. Das wird so heikel. Genau, weil die auch 6 Kilometer schießen können. Ey, das gibt's doch nicht. So, schnell laufen. Ich glaube, da hinten sind ja auch irgendwie Gegner von der Brücke gekommen. Ah, ich höre schon wieder schießen hier. Natürlich auch alle. In Tarnung. Ich bin auch ein Schlumpf. Warum schalte ich denn meine Tarnung nicht ein? Ne, irgendwer hat mich doch schon wieder gespäht entdeckt. Wie auch immer. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier außen rum. Also, du kannst dich alle verarschen. Also, auch mit der Tarnung wirst du teilweise gesehen. Also, ist halt. Soldaten, wenn ich schieße, ist meine Tarnung weg. So, was ist denn das Ziel eigentlich hier? Da. Hier lang. Ja. Entfernung 11 Meter. Muss ja denn hier sein, ne? Ja. Sehr gut. Found his actions to be menacing to the humankind. Yet the Demiurge appeared to just not care about it. He brought with himself his own army of robots and failed experiments. Geiles Game, gefällt mir echt. Ich mag das ja auch, wenn das nicht so mega anspruchsvoll ist, sondern dass man einfach auch mal locker rumballern kann. Weil die dürfen einen halt, wie gesagt, nicht auf den Sack gehen, dann wäre das echt übel. Yet her intelligence took even the Demiurge by surprise, when she joined forces with his enemy. The clock started to count the time to her decommissioning. Oh, press any key to continue. Immer noch im Tarnmodus. Object enter the research center. Nachladen hier. Ja. Oh, die sind auch down. Oh. Ja, heftig hier, wie viele hier sind. Ja, die Lichteffekte sehen natürlich auch geil aus. Muss man echt sagen. Okay, der ist auch down. Ich kann mir nur vorstellen, dass das entweder so gewollt ist in dem Game, dass man nicht gleich drauf geht, damit man ein bisschen mehr Spaß vom Demo hat. Oder, da ist ein Fehler jetzt, dass ich so viel Energie auf einmal habe.
Oh, jetzt muss ich hier los. Ah. Okay, die Soldaten sind eigentlich das kleinste Übel, aber... Mensch, mach dich weg da. Energie immer noch 100-100, also das lobe ich mir, ja. Der schönste Bug, den ich je gesehen habe. Unendlich Energie, ohne irgendwie zu schummeln. Was man aber sagen muss, die droppen natürlich ordentlich Sachen, ne? Ein bisschen offensiver hier. Oh, da krabbelt ja immer noch. Eine Fehlfunktion, er wieder gelaufen ist. So, alles klar, dann wollen wir mal unsere Mission erfüllen. Ah, schade. Ach, das war's schon wieder? Oh, das war ja eine kurze Demo, aber ich muss sagen, sehr geil. Hat mir gefallen, also wirklich. Nicht schlecht. 41 Hours, müssen wir uns merken, kommt gleich auf die Wunschliste. Ich würde auch sagen, schaut euch das auf jeden Fall mal an, ey. Das ist schon sehr nice, das Game. Also... Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal Schluss. Wir haben uns eine Menge angeguckt. Das war schon sehr geil. Genau. Ich weiß zwar nicht, was man... Wenn wir auf Continue drücken, wir können es mal kurz probieren. Ob es denn weitergeht oder ob es wieder von vorne anfängt. Wenn es wieder von vorne anfängt, dann machen wir hier natürlich Schluss. Keine Frage. Aber vom... Ja, fängt wieder von vorne an. Also vom Spielprinzip her sehr geil. Gefällt mir. Hat natürlich auch einen Vorteil, ich konnte jetzt rumballern, ohne dass die mich erwischt haben. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Schaut euch das Game auf jeden Fall an. Und dann sehen wir uns in eines der nächsten Videos. Bis dahin.